Ihr braucht keine Trockenfrüchte, ihr braucht auch gar nicht so viel von den Dingen, die immer postuliert werden, um den Wasserkefir herzustellen. Und der Wasserkefir ist so einfach. Ich stelle den jetzt seit ungefähr einem halben Jahr her, habe wirklich richtig viele Erfahrungen gesammelt, die möchte ich heute mit euch teilen. Als allererstes zeige ich euch mal so, wie der Wasserkefir dann aussieht. Der sieht so aus. Das ist nach 2 Tagen. Hier ungefähr habe ich den gestartet und nach 2 Tagen wächst er. Und bei mir wächst der Wasserkefir wie bei kaum einem anderen aus meinem Bekanntenkreis. Und da gibt es gewisse Gründe dafür. Aber ganz kurz erstmal, was ist Wasserkefir? Das sind ähnlich wie Kombucha, Hefekulturen, Bakterienkulturen, die Vitamine, Mineralstoffe, das wahrscheinlich weniger. Kommt immer drauf an, was ihr nehmt, da komme ich auch gleich dazu. Aber halt irgendwelche natürlichen Stoffe, wo keine Sau weiß, was das eigentlich ist. Genau wie bei sekundären Pflanzenstoffen sind die auch noch nicht alle entdeckt, die der Gesundheit gut tun. Gibt es dazu Studien? Da werden immer mal 1, 2 angeführt, aber keine verlässlichen Studien. Das ist eine rein empirische Sache. Ich kenne es aus Russland, wo ich damals Freundin hatte, Brieffreundin in Russland, hat sie mir das erste Mal darüber geredet. Da hat sie die noch ganz anders genannt, ich glaube Tibikus oder irgendwie sowas. Und nun habe ich das auch mal ausprobiert, weil der Kombucha, da musst du schwarzen Tee machen und das ist halt doch irgendwo nicht ganz gerade ein toter Vogel hier an meinem Fenster runtergeflogen. Scheiße. Okay, egal. Auf jeden Fall, mal gucken, ob nicht, dass er noch unten lebt. Scheint doch kein Vogel gewesen zu sein. War irgendwie was anderes. Egal. Ja, was soll ich sagen? Ja, das ist eine empirische Sache. Das machen die Leute aus Russland, der ganzen Welt, in Japan auch schon ewig. Und das tut ihnen einfach gut. Ja, ist halt was Fermentiertes und ja. Da, ist halt schwer für mich, euch. Ja, ist schon wieder was runtergefallen. Da schmeißt ja jemand unten was aus dem Fenster oder? Ist schon wieder so ein schwarzes Ding. So ein großes schwarzes Ding fällt von oben immer nach unten. Naja, egal. Auf jeden Fall, das bringt mich total raus. Wasserkefir. Ich habe jetzt mal geschaut, was das ist. Und ja, da schmeißt einer so Socken aus seinem Fenster. Ich weiß nicht, was das für einen Grund hat, aber er schmeißt schwarze Socken oder sie schmeißt schwarze Socken aus ihrem Fenster. Nun gut, Wasserkefir. Wasserkefir, rein empirisch ist es eine Sache, die seit Jahrhunderten läuft. Und von daher kann es nicht so schlecht sein. Es ist sehr, sehr einfach. Es gibt sehr viele Anleitungen im Internet, die meiner Meinung nach viel zu kompliziert sind. Und ich habe euch gerade gezeigt, bei mir wächst der Wahnsinn. Wer bei mir ist in der Ecke und wenn Rohkost-Potluck ist, kommt einfach zu mir. Es gibt Leute, die verkaufen das für 4 Euro, für 8 Euro im Internet. Wasserkefir, braucht ihr alles nicht. Bei mir bekommt ihr den kostenlos, solange ich was da habe. Aller 2 Tage, ich zeige euch das nochmal. Aller 2 Tage habe ich so viel hier und das reicht, also das, was ich hier habe, reicht dann ungefähr für 10 Liter für 2 Tage. Das heißt, bei mir, ich komme gar nicht so schnell hinterher, den Wasserkefir zu machen, also trinken, wie ich den mache. Also bei mir ist immer genug Wasserkefir da, also es kommen jetzt auf einmal 10 Leute und wollen eine Handvoll Wasserkefir. Aber wenn ihr Wasserkefir wollt, dann verschickt ihr natürlich nicht, sondern ihr müsst den tatsächlich ja dann abholen nach dem Rohkost-Potluck. Das würde ich einfach mal so anbieten. So. Also, den Schritt könnt ihr euch am Anfang sparen, wenn ihr Wasserkefir das erste Mal bekommt. Aber wenn, dann habt ihr halt immer diesen Wasserkefir mit unten diesen Kristallen drin. Und den gießt ihr einfach durch ein Sieb ab in ein Glas, wo ihr dann ja, den Wasserkefir dann draus trinkt. Ganz wichtig, nehmt ein Plastiksieb, weil die Wasserkefir-Kristalle, sie sollten nicht mit Metall in Berührung kommen. So. Ich nehme dann immer so ein Stück. Übrigens, so sehen die dann aus, mal ein bisschen von nahen. Ja, meine sind richtig, richtig, ja, richtig schön groß, kräftig, gesund. Viele sind nur so klein. Aber wie gesagt, warum und weswegen, das möchte ich euch dann halt eben noch erzählen. Also, das sind erstmal die Kristalle, die ihr entweder so bekommt, so mitnehmt, oder eben wie ich jetzt so abgießt. Spül die dann nochmal mit kaltem Wasser ein bisschen ab. Macht das nicht zu intensiv. Ja, wir wollen hier keine Reinheitskultur aufbauen. Und die sind
dann quasi für den nächsten Versuch auch wieder, also für den nächsten Versuch, für die nächsten Lieder wieder, ja, notwendig. Stell erstmal beiseite. So. Das ist das quasi, was übrig bleibt. Dieser Wasserkefir, den könnt ihr auch ganz einfach essen. Das ist für viele ein bisschen eklig, weil das ja halt, wie gesagt, Bakterien, Pilzkulturen sind, da denken die Leute wieder an Parasiten und so weiter. Das ist halt, ja, könnt ihr, wenn ihr das wollt, direkt essen oder in einen Smoothie reintun oder halt wieder verschenken. Und ganz zur Not tut das einfach auf euren Kompost. Genau. Und der Wasserkefir, den ihr dann abgeschüttet habt, den könnt ihr dann einfach trinken. Zu den Zeiten und so weiter, ich sag da alles gleich nochmal was. Ich wollte es nur nochmal zeigen, wie man den dann, wenn man das fertig gemacht hat, wieder dann neu extrahiert. So, und dann geht's quasi mit dem Wasserkefir mit einem neuen Glas los. So, das hier ist ein 4 oder 5 Liter Glas, ich verlinke euch das unten. Und da fangen wir jetzt wie folgt an. Als erstes machen wir ein halbes Kilo Zucker rein. Nehmt braunen Rohrzucker oder idealerweise Vollrohrzucker. Vollrohrzucker ist natürlich teuer, aber hat halt den höchsten Mineralstoffgehalt. Aber Rohrzucker ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass der Zucker Mineralstoffe enthält. Ne? Also wenn, es geht auch mit weißem Zucker, aber dann ist die Vorteile des Wasserkefirs sind nicht so hoch. Also, halbes Kilo Zucker, dann nehmt ihr heißes Wasser. Ihr könnt direkt das Leitungswasser nehmen, wenn ihr das getestet habt, das ist, also wenn ihr auch draus trinkt, wie man den testet, steht alles in meiner Infobox, das Wasser, ich habe den Wassertest auch schon gemacht und ja, bei mir ist alles in Ordnung, ich trinke direkt aus der Leitung. Dann rührt ihr den Zucker und das heiße Wasser so lange, bis der Zucker und das heiße Wasser quasi, ja, wo sich der Zucker aufgelöst hat. Nun, nachdem sich der Zucker aufgelöst hat, füllt ihr euren Pott mit kaltem Wasser auf. Weil wenn ihr das jetzt ins heiße Wasser tun würdet, die Wasserkefirkristalle, dann würden die Bakterienkulturen womöglich nicht überleben. Deswegen auffüllen mit nicht ganz bis oben hin, weil die Wasserkefirkristalle müssen ja da rein, mit kaltem Wasser. Und dann macht ihr die Wasserkefirkristalle hier rein. Wenn das getan ist, nehmt ihr einfach ein Stück Küchenrolle, macht das hier drauf und ein Gummi. Und das war's. Und so geht's wieder los. Jetzt seht ihr wieder, so viel ist unten und innerhalb von 2 Tagen geht das wieder bis hier hoch. Ihr seht, das ist extrem einfach. Extrem einfach. Und diese Kefir Kulturen, die halten auch locker 14, 15 Tage aus, also ihr setzt so einen Kefir ganz normal an und fahrt dann 14 Tage weg oder 3 Wochen und dann kommt ihr wieder und dann könnt ihr das Getränk zwar nicht mehr trinken, aber die Kulturen da drin, die sind nach wie vor lebend und ihr könnt sie sogar trocknen und dann ja über Jahre hinweg irgendwo in ein Glas tun und dann wieder rein und es geht sofort wieder los und phänomenal. Kommen wir zu den Mengen. Ich persönlich mache, wie ihr das gesehen habt, und jede Kultur ist halt ein bisschen anders, ne? Ich nehme so ein Sieb voll auf die 4-5 Liter. Ihr müsst mit eurem Glas, mit eurem Sieb, mit eurer Kultur ein bisschen experimentieren. Das ist aber alles kein Problem, weil ihr habt eine gewisse Menge Wasser mit einer gewissen Menge, was ihr euch alles aufgeschrieben habt, von dem Wasserkefir zubereitet. Und mit einer gewissen Menge von Zucker. Also ungefähr könnt ihr auf 4-5 Liter Wasser 400-500 Gramm Zucker nehmen. Also pro Liter Wasser 100 Gramm Zucker. Und dann probiert ihr nach einem Tag, nach 2 Tagen, jeden Tag probiert ihr von dem Getränk. Und es passiert nämlich Folgendes. Diese Bakterien, diese Hefekulturen setzen den Zucker in Alkohol um. Wenn das Getränk noch sehr süß schmeckt, dann ist noch Zucker drin, dann ist noch Potenzial. Dann, ja, idealerweise nicht trinken, weil Zucker ist halt nicht so, ja, für die meisten nicht so ein tolles Lebensmittel. Und, ja, entsprechend dann noch nicht trinken. Irgendwann schmeckt der Wasserkefir recht neutral. Das heißt, er schmeckt nicht mehr süß, aber er schmeckt auch nicht irgendwie
wie Alkohol oder wie da. Es entsteht ja Alkohol, aber der Alkoholgehalt ist irgendwo zwischen 0,5% und 1% in der Phase. Das heißt, in der Phase ist es eigentlich optimal, dann schmeckt das Getränk quasi nach gar nichts, weder nach Zucker noch nach Alkohol. Und deshalb gibt es im Internet oft den Hinweis, dass man da Trockenfrüchte reintun sollte oder Orangen aromatisieren oder ja auch Zitronen, die ja dann auch zusätzlich gegen Schimmelbildung helfen sollen. Aber da bei den Bakterienkulturen, bei den Hefe, da ist Schimmel kein Problem. Also ich habe bei allen möglichen Sachen schon Schimmelprobleme gehabt, egal beim Weizengrasanbau, beim Blumen oder selbst beim Kombucha. Aber beim Wasserkefir ist mir das noch nie passiert, also es ist nicht notwendig. Ihr habt ein relativ geschmacksloses Getränk und das könnt ihr dann nachträglich einfach mit einem Tropfen Orangenöl oder Pfefferminzöl irgendwas aromatisieren, was ihr es wollt. Oder nehmt es halt als Grundlage dafür, wenn ihr euch ein Getränk mixt mit irgendwelchen grünen Pulvern oder was auch immer. Auf jeden Fall braucht ihr ein bisschen am Anfang ein kleines bisschen Geduld, um die genaue Zeit herauszufinden, wie das bei eurer Temperatur, ich habe das ganz normal hier im Zimmer stehen, im Winter wie im Sommer, wie schnell das bei eurer Temperatur geht. Bei mir in diesem Glas, was ich euch gezeigt habe, mit diesem Sieb sind es exakt 2 Tage. Das kann auch ein Tag dauern, je nachdem wie viele Wasserkefirkristalle ihr in Relation zum Wasser habt und zum Zucker natürlich, und es kann länger dauern. Aber ich persönlich würde das so empfehlen, das mal auszuprobieren, ihr habt das ja ungefähr gesehen, und ausgehend davon habt ihr dann immer Wasserkefir, ihr könnt den verschenken, sowohl die Kristalle als auch das Getränk, könnt das mitbringen zu Potlucks. Das ist unglaublich, ich weiß nicht, also ich glaube, der mag seine schwarzen Socken nicht mehr, ich sehe ja immer nur so einen schwarzen Socken runterfallen, egal, ja, macht mich ganz kirre hier. Okay, ja, also Wasserkefir ist mega, mega einfach. Ihr braucht nicht Trockenfrüchte, ihr braucht nur Wasser, Zucker und die Bakterien. Und ja, der Zucker wird vergärt zu Alkohol. Und ja, wenn ihr das ideal macht, dann habt ihr weder Zucker noch drin, noch zu viel Alkohol. Denn wenn ihr das zu lange stehen lasst, dann wird das sowas wie Essig. Und ja, und dann ist der Alkoholgehalt, steigt auch immer weiter. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Beim Wasserkefir habt ihr vielleicht auch schon Erfahrung. Es ist mega einfach. Kombucha stirbt bei mir immer irgendwann, weil ja, irgendwie hast du mal dann doch 2-3 Wochen keine Lust, das zu machen. Der Wasserkefir, der überlebt halt einfach gnadenlos. Es ist immer ja, was Gesundes für unseren Darm. Und ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Wasserkefir.